Hallo und willkommen zu meinem Review und Fazit zum Weltraum-Strategiespiel Stellaris von Paradox, die man bisher vor allem von den Europa Universalis, Crusader Kings und Hearts of Iron Reihen kennen dürfte. Nun hat Paradox das Spielprinzip also in den Weltraum übertragen und in dem Zug auch ein wenig angepasst. Alle Fraktionen starten mit einer ähnlichen Ausgangslage und zu Beginn des Spiels gibt es zunächst eine Erkundungsphase, sodass Stellaris also auch den bekannten 4X-Spielen wie Mars of Orion oder Galactic Civilizations nicht unähnlich ist. Bevor wir in das eigentliche Spiel einsteigen, können wir uns zunächst eine Rasse zusammenbasteln. Dabei gibt es zahlreiche kosmetische Einstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise auch die Namensgebung, aber auch einige Einstellungen, die vor allem in den ersten Spielstunden einen großen Unterschied machen können. Da hätten wir zum einen die Traits, also positive und negative Eigenschaften des eigenen Volkes. Dabei finde ich ganz gut gelöst, dass man nur maximal 4 Dinge aussuchen kann, die insgesamt eine Summe von 2 Punkten verbrauchen. Man kann also einen positiven Trait nehmen, der 5 Punkte kostet, müsste dann aber als Ausgleich 3 negative Traits nehmen, die einen Punkt gutschreiben, um auf diese 5 Punkte zu kommen. Aber man kann eben nicht Dutzende Einstellungen zusammenpicken wie in anderen Spielen, was dort zum Beispiel das Balancing recht problematisch ist. Gewünscht hätte ich mir aber dennoch ein paar mehr Optionen mit drastischeren Auswirkungen. Stärkere Auswirkungen als die Wahl der Traits hat die der ethischen Einordnung. Dort sehen wir kreisförmig angeordnet Ethiken wie militaristisch oder pazifistisch, je mit einer normalen und einer fanatischen Stufe. Insgesamt können wir dort 3 Punkte verteilen und damit entweder 3 Ethiken auf normaler Stufe wählen oder eine auf fanatischer und eine auf normaler Stufe. Die gegenüberliegenden Optionen werden jeweils als Wahl ausgeschlossen, sodass man nicht gleichzeitig militaristisch und pazifistisch sein kann. Die Auswirkungen der Wahl der Ethik sind etwas vielfältiger. Zum einen haben wir direkte Boni, die uns auch bei der Auswahl angezeigt werden. Die Wahl hat aber auch Auswirkungen darauf, welche politischen Einstellungen wir für unser Volk vornehmen können. Ein pazifistisches Volk wird beispielsweise nie einen Planeten aggressiv bombardieren können. Zusätzlich werden durch die Wahl bestimmte Gebäude freigeschaltet, die wir dann auf unsere Planeten bauen können. Für Militaristen beispielsweise eine virtuelle Arena. Und dann gibt es auch immer wieder Events im Spiel und die Auswahlmöglichkeiten, die wir dort haben, werden hin und wieder von der Ethikwahl bestimmt. Und zu guter Letzt gibt die Auswahl der Ethik auch vor, welche Regierungsformen wir wählen können. Diese wird waagerecht einem Thema zugeordnet. Die oberen 3 Formen sind beispielsweise militaristisch und setzen die Ethik militaristisch voraus. Senkrecht sind sie wiederum einer Wahlform zugeordnet. Links sind die demokratischen Optionen zu finden, bei denen alle 5 Jahre gewählt wird, rechts sie mit einem fixen Herrscher. Mit der Auswahl der Regierungsform erhält man zum einen spielerische Boni, wie 2 zusätzliche Slots für direkt kontrollierbare Planeten oder eine zusätzlich angebotene Forschungsoption. Zum anderen geben demokratische Formen kleine Quests, die man erfüllen kann und für die man dann Einfluss erhält, zu dem wir später kommen. Diktatorische Formen erlauben wiederum pro Diktator ein besonderes Gebäude oder Schiff zu bauen. Die Auswahl der Ethik und Regierungsform halte ich für ein sehr interessantes Feature, das man so in anderen 4X-Spielen nicht sieht und das gerade beim Beginn des Spiels zahlreiche Auswirkungen hat. Kleine Kritik habe ich aber auch hier. Zum einen lassen sich die Herrscher, die man zu Beginn des Spiels hat, abgesehen vom Namen und Aussehen nicht beeinflussen. Hat man also eine Diktatur gewählt und durch das Zufallsprinzip einen Herrscher mit schlechten Boni erwischt, fällt man direkt etwas zurück, da der nächste ja erst wieder nach ein paar Jahrzehnten an die Macht kommt. Und ein Jahrzehnt kann durchaus viele Stunden Spielzeit bedeuten. Das zweite Problem sehe ich im Wechsel der Regierungsformen. Dabei ist es fast schwerer, den entsprechenden Knopf dafür zu finden, als die Regierungsform zu wechseln. So könnte man die gegen recht geringe Kosten alle 20 Jahre wechseln und damit abhängig von den Beschränkungen durch Ethik versuchen, Boni für Early, Mid- oder Endgame optimal auszunutzen, was irgendwie nicht ganz zum Spiel passt. Fertig sind wir mit der Erschaffung unseres Volkes aber immer noch nicht. Es steht noch die Wahl der Heimatwelt an. Ebenfalls ein interessantes Konzept, da jedes Volk nur auf einem Planetentyp heimisch ist und eine Bewohnbarkeit von 80% aufweist, was wiederum die maximale Zufriedenheit der Bevölkerung vorgibt. Auf den ähnlichen Planetentypen, die in der kreisförmigen Anordnung daneben liegen, sind es immerhin noch 60%. Bei den Typen, die daneben liegen, sind es dann noch 20% und bei den beiden auf der gegenüberliegenden Seite wären es quasi 0%. Während es ab einer Zufriedenheit von 80% ein paar Boni gibt, schlägt das bei unter 50% in Mali um. Besiedeln kann man aber am Start erstmal gar keine anderen Planeten. Zunächst müsste man erforschen, dass man auch Planeten besiedeln kann, die dem Heimatplaneten ähnlich sind, und danach müsste man auch noch die Besiedlung jedes anderen Planetentypen erforschen. Prinzipiell finde ich die Auswahl ganz nett, aber es hätte gerne auch noch extremer sein können. So gehen die Typen ja eigentlich nur auf die Umgebung ein, aber es gibt keine wirklichen exotischen Typen.
Neben den Startoptionen gibt es noch Gaia- und Ruinenplaneten, die zum Beispiel durch einen Atomkrieg verseucht sind. Aber auf Planeten wie einem Merkur oder einer Venus oder welchen mit extremen Orbits wie Narmada 2526 könnte man grundsätzlich nicht siedeln. So ist der Lebensraum aller erschaffbaren Rassen dann doch irgendwie der Erde und deren Atmosphäre sehr ähnlich und man hat damit meiner Meinung nach ein wenig Potenzial verschenkt. Als nächstes wählen wir den Waffentyp aus. Schlussendlich gibt es in Stellaris drei Waffentypen. Raketen, die von Abwehrtürmen gekontert werden, Laserwaffen, die durch Rüstungen gehen, aber durch Schilde gekontert werden, und Projektilwaffen, die zwar durch Schilde gehen, aber durch Rüstung gekontert werden. Wie der Chipdesigner funktioniert, sehen wir uns später noch an. Die Auswahl des Startwaffentyps hat aber fast keine Relevanz, da man auch kurz nach Start ohnehin alle anderen Waffen erforschen kann. Als letztes steht noch unsere Wahl der Fortbewegung an und die kann einen großen Einfluss auf die Spielweise haben. Da wäre zum einen die freie Fortbewegung, bei der ein Schiff frei von A nach B springen kann, dabei selber aber die entsprechende Sprungreichweite aufbringen muss. Dann gibt es die Fortbewegung über selbst erschaffene Wurmlöcher, bei denen man ein Portal bauen muss, über das ein Schiff dann eine gewisse Entfernung wegkatapultiert wird und herangezogen werden kann. Was aber auch bedeutet, dass man nicht zwangsweise von A nach B fliegen kann, denn wenn nur in C ein Portal steht, müsste man zunächst von A nach C und dann von C nach A. Der Vorteil ist, dass man etwas schneller unterwegs ist, dafür aber kann man nicht frei bis zum anderen Ende der Galaxie fliegen. Und als dritte Option gibt es noch Starlanes zu verwenden, also fixe Verbindungspunkte, die zwischen unterschiedlichen Sternen existieren. Das hat auch den Vorteil, dass man schnell unterwegs ist, aber den Nachteil, dass man möglicherweise Umwege fliegen muss und es auch vorkommen kann, dass der einzige Verbindungspunkt von einem anderen Volk abgeschnitten wird. Das erschaffene Volk kann man nun abspeichern und entweder selber verwenden oder der KI sagen, ob sie diese als Option auswählen darf oder nicht. Und dann folgt die Wahl der Galaxie, in der wir spielen möchten. Dabei kann man natürlich einstellen, wie groß diese sein soll. Die Auswahl reicht von einer kleinen Galaxie mit 150 Sternensystemen, in der maximal 9 Spieler aktiv sein können, bis hin zur riesigen Galaxie mit 1000 Sternensystemen und bis zu 40 Spielern. Außerdem kann man die Form der Galaxie bestimmen, ob einige KI-Gegner mit mehr Starttechnologien starten sollen, auf welchem Schwierigkeitsgrad die KI spielen soll und ob wir den Ironman-Modus verwenden wollen, also manuelles Speichern und Laden erlaubt ist. Ist alles eingestellt, wird unsere Galaxie erschaffen und es geht ab in das Spiel. Die zufällig generierte Galaxie ist uns zu Beginn absolut unbekannt und wir starten mit unserem Heimatplaneten, drei kleinen Kampfschiffen, einem Forschungsschiff sowie einem Konstruktionsschiff. Mit der Taste E oder dem Icon auf dem unteren Bildschirmrand können wir die Ansicht zwischen dem Sternsystem und der Galaxie hin und her schalten. Die Größe der Spielfläche mit vielen hundert Sternen ist schon sehr beeindruckend. Das Spiel läuft, wie auch die anderen Spiele von Paradox, in einem Echtzeitmodus, bei dem wir die Geschwindigkeit einstellen können und den wir im Einzelspielermodus jederzeit pausieren können. Und so ist es auch zu Beginn pausiert und wir können uns erst einmal in Ruhe alles ansehen. Werfen wir zunächst einen Blick auf unsere galaxieweiten Ressourcen. Ganz links sehen wir mit dem gelben Icon die Energie. Energie kann man als äquivalent zu Geld sehen und das wird fast ausschließlich dafür verwendet, um Unterhalt von Gebäuden oder Schiffen zu zahlen. Rechts daneben haben wir die Mineralien. Mineralien werden zum Bau von Gebäuden und Schiffen ausgegeben. Es gibt also in Stellaris keine schneller oder langsamer produzierenden Planeten. Im Grunde landet alles an Mineralien in einem Pool und kann dann zum Bau ausgegeben werden. Der Bau ist dann auf jedem Planeten gleich schnell, solange es keine anderen Boni auf dem Planeten gibt. Und dann sehen wir noch mit dem violetten Icon Einfluss. Einfluss wird zum einen dafür verwendet, um Edicts zu starten, was Planeten- oder galaxieweite Buffs sind. Einfluss muss aber auch ausgegeben werden, um spezielle Gebäude zu bauen, von denen es in der Regel nur eines auf jedem Planeten geben kann, oder um Außenposten zu bauen und instand zu halten. Neben dem Kolonisieren eines neuen Sternensystems kann man dort auch zunächst nur einen Außenposten bauen, um sich damit den Bereich bereits zuzuschreiben, sodass man dort Minenstationen errichten kann und den Gegner daran hindert, dort zu siedeln, ohne einem vorher den Krieg zu erklären. Diese Minenstationen sind auch ein wichtiger Punkt in Stellaris, denn anders als bei vielen anderen 4X-Spielen ist zu Anfang nicht der Startplanet die treibende Kraft, sondern tatsächlich die Minenstationen. Man sollte möglichst schnell das Forschungsschiff herumschicken, um alle Körper im All zu scannen, sodass man bei Funden von Mineralien und Energie direkt eine Mine bauen kann, um sich dadurch Ressourcennachschub zu sichern. Wenn man dann später bessere Gebäude erforscht und auf den Planeten gebaut hat, lösen die dann langsam die Wichtigkeit der Minenstationen ab. Daher wäre auch ein erster Regent, der die Kosten von diesen Stationen massiv reduziert, anfangs ein erheblicher Boost, aber dieser wird wie erwähnt durch den Zufall bestimmt.
Rechts neben den Mineralien finden wir die drei Forschungsressourcen, also Punkte für Physik, Sozial- und Ingenieurforschung. Die Forschung in Stellaris funktioniert so, dass man jedes Mal, wenn eine Forschung gewählt werden muss, eines von drei Forschungsprojekten aussuchen kann. Welche Forschungsmöglichkeiten uns dort aber angeboten werden, ist zufällig, wobei uns natürlich einige Forschungen verschlossen bleiben, wenn wir andere nicht zuvor abgeschlossen haben und andere mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer wieder auftauchen. So ist eine der Forschungsmöglichkeiten, die man am Anfang immer präsentiert bekommt, das Kolonisieren von anderen Planeten. Es gibt aber auch Forschungsprojekte, die als selten gelten und die violett markiert werden. Wählt man diese dann nicht direkt aus, ist es gut möglich, dass sie danach nie wieder angeboten werden. Dieses System finde ich an sich nicht schlecht, es ist aber bei einigen Forschungen etwas kritisch. So ist das Kolonisieren in der 2. bis 10. Spielstunde extrem wichtig. Hat man aber nun, sagen wir, 5 theoretisch besiedelbare Planeten des Typs Ozean um sich herum, während man selber auf einem Kontinentalplaneten gestartet ist, dann muss man nun hoffen, dass endlich die Technologie angeboten wird, um Ozeanplaneten zu kolonisieren. Die Chancen kann man zwar mit einem Wissenschaftler mit entsprechendem Fokus etwas verbessern, aber der Zufall kann einem da doch gehörige Stöcke zwischen die Beine werfen, wenn es mal sehr wichtig wird, dass man eine spezielle Technologie bekommt. Das Gute am Forschungssystem ist, dass selbst wenn die Zeit weiterläuft und man nichts ausgewählt hat, die Forschungspunkte nicht verfallen. Das gleiche gilt auch, wenn die Forschung temporär aufgrund eines Events oder der Forschung von Aliens angehalten wird. Die Forschungspunkte sammeln sich dann an und werden dann später automatisch verwendet, um die Forschung zu beschleunigen, sodass man effektiv keinen Nachteil hat. Rechts von den Forschungspunkten haben wir noch drei andere Werte. Da wäre zum einen unsere Anzeige für die verbleibenden strategischen Ressourcen, die hier ganz ähnlich wie in Civilization 5 funktionieren. Haben wir beispielsweise einmal Betharion gefunden, können wir damit genau ein spezielles Betharion-Kraftwerk befeuern. Das Symbol rechts daneben gibt an, wie viele Planeten wir manuell regieren und wie viele wir maximal manuell regieren können. Hat man mehr als die Limitierung erlaubt, gibt es zunächst leichte Mali, die dann entsprechend fieser werden. Die Idee dahinter ist, dass man immer nur eine limitierte Anzahl von Planeten direkt steuert und die anderen von der KI managen lässt, was ich zunächst einmal sehr gut finde, um das Micromanagement zu reduzieren, was aber in der Praxis an mehreren Stellen hakt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, nachdem wir uns die Planeten angesehen haben. Ganz rechts sehen wir nun noch unsere Flottenstärke und maximale Anzahl von Flotten, die durch die Anzahl der Planeten und Raumhäfen vorgegeben wird. Als nächstes schauen wir uns unseren Planeten an. Dazu kann man entweder auf den Planeten innerhalb der Spielfläche klicken oder, was deutlich einfacher ist, rechts im Outliner-Fenster auf den entsprechenden Shortcut. Auch dafür ist natürlich eine Limitierung der manuell steuerbaren Planeten sinnvoll, damit der Zugriff darauf komfortabel bleibt. Auf der Oberfläche des Planeten finden wir nun abhängig von der Größe des Planeten eine bestimmte Anzahl von Geländefeldern mit bestimmten Boni, auf die wir Gebäude bauen und unsere Bevölkerung arbeiten lassen können. Bei der Wahl, welche Gebäude man auf welches Feld baut, sollte man beachten, dass die Felderboni nur genutzt werden, wenn das Gebäude diese Ressource produziert. Hat ein Feld also als Bonus Nahrung und Mineralien, so muss man sich entscheiden, auf welches davon man verzichtet, sobald man ein Gebäude baut, da es außer dem Hauptquartier kein Gebäude gibt, welches beide Ressourcen produziert. Was aber noch interessanter ist als die Gebäude, ist die Population. Denn anders als in anderen 4X-Spielen hat in Stellaris jede Bevölkerungseinheit eine eigene Persönlichkeit. Will heißen, ein Planet mit einer Bevölkerung von 10 kann theoretisch aus 4 Bevölkerungen des eigenen Volkes, 4 Bevölkerungen eines eroberten Volkes und 2 Roboterbevölkerungen bestehen. Nun unterscheidet sich aber nicht nur das Volk, auch die Ansichten zur Ethik können sich unterscheiden. Während zu Anfang des Spiels die gesamte Bevölkerung aus Loyalisten besteht, die Ethik teilen, die man zu Beginn ausgewählt hat, kann es später durch unterschiedliche Faktoren, wie dem Abstand zum Heimatplaneten, zu mehr und mehr Abweichung kommen. So könnte eine Bevölkerungseinheit in einem militaristischen Regime dann pazifistisch sein, was ja unter dem Regime dann einen Zufriedenheitsmalus gibt. Das wiederum kann dann zur Bildung von Splittergruppen führen, die beispielsweise ein unabhängiges System fordern. Entgegenwirken kann man dem grundsätzlich erstmal, indem man alle über eine gewisse Zufriedenheit hält und zum anderen, indem man durch Gebäude oder Regierungsform versucht, die Ethikabweichung zu reduzieren. Die krassesten Methoden wären wohl, die abweichende Bevölkerung zu versklaven oder auszulöschen, was aber nur mit der entsprechenden Regierungsform und den dadurch freigeschalteten Gesetzen möglich ist. Ebenfalls im Planetenfenster finden wir die Option, Bodentruppen zu bauen und auch die Option, einen Raumhafen zu erstellen und mit diesem dann Raumschiffe zu produzieren. Um größere Schiffe bauen zu können, muss man diese dann zum einen erforscht haben, aber zum anderen auch einen Raumhafen gebaut haben, der die entsprechende Schiffsgröße unterstützt. Nun kommen wir nochmal zurück zur Limitierung der Kernsysteme oben rechts, also wie viele Planeten wir manuell regieren können.
Haben wir dort das Limit überschritten, ist es an der Zeit, Sektoren zu erstellen. Dazu gehen wir in die Planetenübersicht und wechseln dort in das Sektorenmanagement. Dort lässt sich nun ein neuer Sektor aus beliebig vielen zusammenhängenden Systemen erstellen, die von nun an nicht mehr manuell kontrolliert werden können, sondern von der KI ausgebaut werden. Wie erwähnt, an sich eine sehr schöne Idee, Micromanagement zu reduzieren, ohne den Spieler vor die Wahl zu stellen, ob er sich der Arbeit über eine ineffiziente KI entledigen will, wie in Civilization, wo ich das so niemals nutzen würde. Das Problem aber ist, dass das ganze System nicht zu Ende gedacht zu sein scheint. Und da gibt es mehrere Punkte. Da haben wir die KI, die mit dem Bau von Gebäuden auf neuen Planeten komplett überfordert ist. Zum Release-Zeitpunkt war sie dabei so katastrophal ineffektiv, dass der Planet eher zur Bürde wurde als zur Hilfe. Das sollte nun mit dem Patch 1.1 ausgebessert werden. Dann haben wir die Raumhäfen, denn die werden weiterhin manuell gemanagt. Nur, Raumhäfen gehören beim Interface zu den Planeten. Und ist der Planet im Sektor, haben wir auch keinen Zugriff mehr auf das entsprechende Interface-Element und müssen den Planeten manuell auf der Karte heraussuchen und dort auf den Raumhafen klicken. Wir haben dann auch keine Übersicht, wie weit dort der Bau schon fortgeschritten ist oder ähnliches. Schließen wir den Bau ab, wird des Weiteren das Schiff als neutral dargestellt, was dann ein richtiger Bug ist. Bei einem Kolonieschiff ist in dem Fall auch der Button zum Kolonisieren ausgegraut. Über einen Rechtsklick auf den zu kolonisierenden Planeten funktioniert es dann aber trotzdem. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Fraktionen. Wie erwähnt, kann es sein, dass unzufriedene Bevölkerungsgruppen sich auflehnen und beispielsweise Unabhängigkeit für ihren Sektor fordern. Was aber überhaupt keinen Sinn ergibt, ist, dass ein einzelner Planet den gesamten Sektor in Mitleidenschaft zieht. Besteht also beispielsweise ein Sektor aus drei Planeten des eigenen Volkes und einem Planeten eines eroberten Volkes, was nun unzufrieden ist, dann wird das dazu führen, dass alle vier Planeten auf einmal anfangen zu streiken, sodass dort nichts mehr produziert wird. Es hilft nur gegen die Nutzung der Einflusspunkte, die Sektoren wieder aufzusplitten, um die rebellierende Bevölkerung zu isolieren. Soweit erstmal die Basics zum Planeten- und Ressourcenmanagement. Die ersten paar Stunden jedes Spiels werden sich hauptsächlich um das Erkunden der Galaxie drehen. Dazu schicken wir unsere Forschungsschiffe los und geben diesen den Befehl, die Himmelskörper zu untersuchen. Dabei finden wir zum einen dann Mineralien, Energie oder Forschungspunkte, sodass wir mit den Konstruktionsschiffen entsprechende Stationen zum Abbauen der Ressourcen bauen können. Zum anderen können die Forschungsschiffe aber auch auf Anomalien stoßen. Dabei handelt es sich dann um kleine Story-Events, bei denen wir oftmals abhängig von unserer Ethik auswählen können, wie wir vorgehen möchten. Solche Events treten aber auch beim Erforschen von Space-Monstern auf und eher selten, nachdem wir Planeten besiedelt haben. Diese Events sind eine nette Abwechslung und bringen etwas Leben in die Sache. Sobald aber die Erkundungsphase vorüber ist, treten diese nur noch sehr selten auf. Und auch die Wiederholrate der Events ist recht hoch. Wenn man ein zweites oder drittes Mal spielt, wird man einen großen Teil der Events vermutlich bereits kennen. Auch da hat Paradox bereits versprochen, nachzubessern. Ein Patch, der da mehr Inhalt bringt, sollte aber nicht vor Juli erwartet werden. Treffen wir auf andere Aliens, können wir natürlich entweder schauen, ob wir uns anfreunden können oder in den Krieg ziehen. Hat das Alienvolk passende Voraussetzungen, dann macht es vielleicht Sinn, eine Botschaft dort zu errichten, um die Beziehungen weiter zu verbessern. Wir können aber auch ein Alienvolk zum Rivalen erklären. Dadurch verschlechtern sich die Beziehungen, wir erhalten dafür dann aber Einflusspunkte. Auf der diplomatischen Seite haben wir dann noch die Option, Ressourcen zu handeln, Forschungsabkommen zu schließen und auch Bündnisse zu schließen. Aufgefallen ist mir dabei, dass die Akzeptanz eines Handels über Zeit anscheinend zufällig über die Zeitdauer hin und her springt, was ich nun nur einem Fehler im System zuschreiben kann. Leider kann man aktuell auch nicht übersichtlich einsehen, wer mit wem verbündet ist. So müsste man in der Übersicht manuell Volk für Volk durchklicken, um zu sehen, wie es mit den anderen Völkern zusammenhängt. Auch das soll noch mit einem Patch in den nächsten Monaten verbessert werden. Natürlich haben wir aber auch die Möglichkeit, das Ganze kriegerisch zu lösen. Dazu schauen wir uns zunächst das Erstellen von Kampfschiffen im Schiffsdesigner an. Dort lässt sich zunächst die Größe des Schiffes auswählen. Zu Beginn des Spiels hat man lediglich kleine Korvetten, im späteren Spielverlauf dann auch riesige Schlachtschiffe. Innerhalb dieser Auswahl können wir dann bis zu drei unterschiedliche Module auswählen, die bestimmen, wie viele kleine, mittlere und große Slots zur Verfügung stehen. Ein mittlerer Slot ist so viel wert wie zwei kleine und ein großer ist so viel wert wie zwei mittlere. Die meisten Waffen kann man dann auf allen drei Slots platzieren. Der Unterschied ist, dass ein Laser auf einem mittleren Slot effektiver gegen große Schiffe ist, als zwei Laser auf kleinen Slots, während die wiederum effektiver gegen kleine Schiffe sind. Auch die Abwehr gegen Raketen via Mini-Geschützen fällt unter die Bewaffnung.
Auf der rechten Seite können wir nun noch kleinere Dinge einstellen, wie bessere Triebwerke oder einen bestimmten Verteidigungscomputer. Bei großen Schiffen können aber auch noch spezielle Module wie Triebwerksjammer und anderes eingebaut werden. Als letztes folgt noch die Wahl der Verteidigung und der Energieversorgung. Zur Verteidigung stehen uns Schilde zur Abwehr von Lasern und Panzerungen zur Abwehr von kinetischen Waffen zur Verfügung. Rechts können wir nun sehen, wie es um die Energie steht, und dort darf am Ende kein negativer Wert stehen. Wir füllen also noch ein paar Slots mit Reaktoren und tauschen gegebenenfalls Schilde mit Panzerung aus, um dort ein wenig Energie zu sparen. Positiv an dem Chipdesigner ist, dass er viel Auswahl an Zusammensetzungen bietet und gleichzeitig sehr einfach und schnell zu handeln ist. Ein Schiff ist binnen einer Minute zusammengeklickt und man braucht nicht ewig damit zu verbringen, um passende Komponenten zusammenzufummeln, wie in anderen 4X-Spielen. Negativ fällt allerdings meiner Ansicht nach das Balancing zwischen den Komponenten auf. Viele der erforschten Waffen sind mehr oder weniger gleich stark, und bei vielen Waffen, die man erforschen kann, fragt man sich, was denn deren Nutzen überhaupt sein soll. Bei der Release-Version gab es auch das Problem, dass die kleinsten Schiffe, die Korvetten, nahezu unverwundbar waren, indem man sie auf das Ausweichen getrimmt hat. Das wird aber ebenfalls mit dem Patch 1.1 angegangen. Hostile Fleet engaged. Der eigentliche Kampf läuft in Echtzeit ab. Sind Schiffe im Kampf verwickelt, hat man dort auch keine Möglichkeit mehr einzugreifen, abgesehen vom Befehl zum Rückzug. Die Kämpfe sind sehr schön anzusehen und geben auch gute Informationen darüber, wie viel die Schilde und die Panzerung genutzt haben. Ein konkretes Problem hat Stellaris aber damit, was aus Civilization 4 als Stack of Doom bekannt ist. Civilization 5 hat mittlerweile die Mechanik, dass nur eine Einheit auf ein Feld platziert werden kann. Master of Orion und Galactic Civilizations wiederum arbeiten mit Flottenpunkten, sodass also eine Flotte auf einem Feld eine bestimmte Größe nicht überschreiten kann. So eine Limitierung hat Stellaris aber nicht. Die Limitierung der insgesamt versorgbaren Raumschiffe ist die einzige Limitierung. Das führt dazu, dass man in der Regel alle seine Raumschiffe in einer Flotte zusammenfasst. Und das hat, ähnlich wie in Civilization 4, folgende Konsequenzen. Greift man einen Gegner an, gibt es in der Regel nur einen großen Kampf. Ist der entschieden, dann ist auch der ganze Krieg entschieden. Hat nun eine der beiden Parteien eine Flottenstärke mit 20.000 und die andere Partei eine Flottenstärke von 30.000, dann lässt sich da auch mit Taktik, geschickter Positionierung oder einer langfristigen Strategie nichts rausholen. Man wird zwangsweise verlieren und kann danach einpacken. Es nutzt halt nichts, die verbleibende Flottenstärke des Gegners von vielleicht 20.000 dann immer wieder mit kleinen 5.000er Flotten anzugreifen, da die einfach wirkungslos verpuffen würden. Verstärkt wird das Problem auch durch die extreme Geschwindigkeit der Flotten zwischen den Systemen. Wird man irgendwo in einem weit vom Heimatplaneten entfernten Sektor angegriffen, dann dauert es nur kurze Zeit, bis die gesamte Flotte zur Verteidigung am richtigen Ort ist. Es wird also nur selten nötig, die Flotte überhaupt aufzusplitten, was vermutlich ohnehin dumm wäre, da ja auch die Verluste umso geringer sind, umso größer die Flotte ist. Die Einnahme von Planeten ist wenig spektakulär. Man landet mit den Bodentruppen in Form von kleinen Icons, und wenn alle Gegner getötet wurden, gilt der Planet als besetzt. Enemy planet secured. Zum Beginn jedes Krieges muss man in Stellaris zunächst festsetzen, was das Ziel ist. Dabei kann man allerdings nicht mehr fordern als etwa 3 bis 5 Planeten. Während des Krieges werden dann Kriegspunkte gesammelt, und hat man genügend davon erreicht, wird der Gegner dann aufgeben und die angeforderten Planeten herausgeben. Einen Gegner aber komplett in einem Rutsch zu überlaufen, wenn dieser mehr als diese Anzahl von Planeten hat, ist nicht möglich. Nach dem Ende des Krieges gilt zunächst eine 10-jährige Friedenspflicht, nach der man sich dann die nächste Reihe Planeten dieses Gegners holen kann. Alternativ hat man auch die Möglichkeit, den Besiegten zum Vasallen zu machen, über den man dann aber keine volle Kontrolle hat, und der einem, wenn er die Möglichkeit auf Erfolg wittert, dann auch den Krieg zur Unabhängigkeit erklären könnte. Jetzt stelle ich mir aber auch die Frage, was ist das Ziel des Spiels? Und hier gibt es zweierlei Ansätze. Persönlich verfolge ich vor allem das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Das gibt mir einfach die meiste Motivation zu lernen, wie Mechaniken funktionieren, und stellt entsprechende Herausforderungen. Schaut man sich aber die Siegbedingungen in Stellaris an, dürfte man enttäuscht werden. Während in der Beta noch weitere Siegbedingungen geplant waren, wurden diese, weil sie anscheinend nicht wirklich gepasst haben, zu Release aus dem Spiel entfernt. Übrig bleiben noch 2 Siegbedingungen. Die erste wäre, alle Gegner zu vernichten oder zu Vasallen zu machen, was nicht nur die Einnahme der Heimatplaneten einschließt, sondern sämtlicher Planeten. Zu bedenken ist auch, dass während des Spielverlaufs neue Gegner hinzukommen können, da neue Zivilisationen Raumreisen erforschen können und bestehende Völker sich durch die Fraktionsmechanik aufsplitten können. Wirklich alle Gegner zu besiegen, würde also extrem lange dauern. Die zweite Siegbedingung ist aber auch nicht viel besser. Dort müsste man 40% des Universums unter seine Kontrolle bringen. Das wären bei einer kleinen 150-Sterne-Galaxie noch etwa 50%.
20 Planeten. Bei einer Galaxie von 1000 Sternen können das aber auch locker über 300 Planeten sein. Ich habe das Spiel nun mit der kleinsten Galaxie einmal durchgespielt und diese Siegbedingung erreicht, was aber ohne große Umwege schon satte 33 Stunden gedauert hat. Man kann sich also grob vorstellen, dass man mit einer größeren Galaxie weit über 100 Stunden beschäftigt wäre, was aber aktuell sehr problematisch ist, da man nach etwa 10 Stunden eigentlich nicht mehr wirklich etwas entdeckt und der Rest des Spiels darin besteht, sich immer wieder ein paar Planeten vom Gegner anzueignen. Zwar gibt es dann auch später nochmal ein paar Endgame-Events, in denen theoretisch die ganze Galaxie bedroht werden sollte, in meinem Playthrough hatte ich das allerdings recht schnell und einfach abgehandelt. Durch diese lange Spieldauer sehe ich es auch als problematisch für Multiplayer-Matches. Civilization 5 kann sich ja bereits mal über 10 bis 20 Stunden erstrecken. Stellaris dauert da deutlich länger und ist nach den ersten 10 Spielstunden gleichzeitig uninteressanter. Auch der Fokus auf Krieg als einzige Siegbedingung macht den Verlauf etwas vorhersehbar und unflexibel. Denn früher oder später wird man seine Nachbarn zwangsweise angreifen müssen. Spieler, die von anderen Paradox-Spielen, wie Europa Universalis oder Crusader Kings kommen, argumentieren, dass nicht der Sieg im Vordergrund steht, sondern die Ziele, die man sich selber setzt. Nun kann ich den Ansatz zwar in einem Spiel wie Europa Universalis verstehen, bei dem man mit einem kleinen Böhmen starten kann und sich als Ziel setzt, Frankreich oder die USA zu erobern. Nur gibt es dort auch eine ganze Reihe von unterstützenden Elementen, die es in Stellaris nicht gibt. So startet man dort ja mit fixen Bedingungen und versucht in diesem Setting das Beste für einen rauszuholen. In Stellaris ist aber jedes Universum von Grund auf etwas anders, sodass diese Zielsetzung schon nicht ganz so funktioniert. Dann hat man in Europa Universalis konkrete Persönlichkeiten hinter den Ländern, die man sich so vorstellt. Aber wenn nun die Ukringer und die Xul'Batoz ihre Reiche neben einem haben, dann hat man dort keinen Bezug zu. Klar, man könnte sich sagen, mein Ziel ist es, 20 Sternensysteme zu erobern. Aber das wäre nun in dem einen Spiel nicht viel anders als in dem nächsten. Und darüber hinaus gibt es auch in Europa Universalis und Co. Events, die auf einer Zeitlinie eintreten und die sich manipulieren lassen. Steigt nun dieses und jenes Land im Zweiten Weltkrieg ein? Was passiert bei den Anschlägen aus dem Jahr XY, wenn das Land bis dahin dieses und jenes gemacht hat? All so etwas gibt es in Stellaris nicht, da es keine Events gibt, die direkt aufgrund der Zeitachse getriggert werden. Gerade dadurch, dass alle Spieler in Stellaris mit ähnlichen Bedingungen starten und alles zufallsgeneriert ist, wird es auch etwas generisch. Und während es bei einem Europa Universalis ein grundlegend anderes Spielerlebnis sein kann, ob man mit Spanien oder Mainz startet, sieht ein Spiel in Stellaris immer recht ähnlich aus. Die ersten 10 Spielstunden unterscheiden sich noch durch die Events und vielleicht auch durch die Auswahl der Regierung. Danach wird man aber im gleichen Trott immer wieder das gleiche machen. Und ob man dabei nun die Bevölkerung versklavt oder integriert, macht jetzt keinen wahnsinnigen spielerischen Unterschied. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist die Besiedlung der Planeten. Die Entwickler meinten im Stream, dass man nicht wolle, dass man wie in anderen Spielen einfach alle Planeten terraformen und besiedeln kann und es daher eine Technologie für später im Spiel sei. Nur so spät im Spiel ist es gar nicht, wenn man sich die Gesamtspieldauer vor Augen führt und das Terraformen wird verhältnismäßig einfach, da Zeit und Geld zu diesem Zeitpunkt schon wieder weniger eine Rolle spielen. Allerdings gibt es auch noch eine weitaus einfachere Möglichkeit. Man kann ab einer bestimmten Forschung im Spiel einfach die Gene seiner Bewohner verändern und so macht man sich einfach unterschiedliche Bevölkerungszweige, die einen Wüsten- oder Eisplaneten bevorzugen. Und damit wird auch sämtliches Terraforming hinfällig. So oder so wird man schauen, dass man nach etwa 15 bis 20 Stunden jeden Planeten besiedelt, den man irgendwie in die Finger bekommen kann. Womit das angestrebte Ziel der Entwickler nur im Early Game aufgeht. Das Spiel gibt es übrigens in mehreren unterschiedlichen Sprachen, darunter auch Deutsch. Die deutsche Übersetzung fällt jedoch mangelhaft aus. Es gibt zwar auch einen Übersetzungsmod in der sehr großen Auswahl des Steam Workshops, Paradox kann man bezüglich der Übersetzung aber keine gute Arbeit attestieren. Was nun handfeste Fehler angeht, so trifft man auf die nur sehr selten. Komplett gecrashed ist das Spiel bei mir aber nie. Mein Fazit ist insgesamt etwas gemischt. Ich denke, Stellaris hat viele sehr gute Spielmechaniken und beispielsweise eine deutlich bessere Basis und ein besseres Konzept als Galactic Civilizations 3. Auch spielt es sich deutlich flüssiger. Der Ausbau der Kolonien geht recht einfach von der Hand und kommt einem weniger als Arbeit vor als in anderen Spielen. Auch die Limitierung der direkt steuerbaren Planeten halte ich für ein gutes Spielkonzept. Genauso wie der Schiffsdesigner, der sich auf das Essentielle beschränkt. Gerade in den ersten 5 Spielstunden macht das Erkunden des Universums viel Spaß und während das Interface teilweise unnötig verstrickt ist, bietet es bei Dingen wie Gebäude-Upgrades und ähnlichem gute Komfortoptionen. Demgegenüber steht aber das miserable Sektormanagement, die Stack-of-Doom-Problematik, ein Mangel an Midgame-Events sowie ein Mangel von erreichbaren Siegbedingungen.
Ich würde schon sagen, dass man eine ganze Weile Spaß mit dem Spiel haben kann. Hat man jedoch einmal alles gesehen, bietet es aber eben nicht den Wiederspielwert, den es eigentlich haben sollte. Und auch für Multiplayer-Matches bietet es nur sehr beschränkt einen Reiz durch die mangelnden Siegbedingungen und die lange Spieldauer. Im Grunde könnte man sich an drei Nachmittagen zum Spielen für ein paar Stunden verabreden und es könnte innerhalb dieser Zeit absolut gar nichts passieren. Von mir gibt es daher einen Daumen auf halbem Weg nach oben und ich hoffe, dass die nächsten Patches und die vermutlich zahlreichen kostenpflichtigen Erweiterungen noch mehr Leben in das Spiel bringen und die Wiederspielbarkeit erhöhen. Ich werde das Spiel nun erstmal ruhen lassen und mich dem nächsten zuwenden. Der Imperator hat eine Rast verdient.